Nächster Handelstag. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir waren gestern im Währungsbereich und gehen heute in den Bereich der Rohstoffe, genau genommen in den Bereich der Edelmetalle und schauen uns eine interessante Trading-Situation für den Goldpreis an. Gold grundsätzlich, wenn es in Richtung August geht, immer interessant. Anleihen, Gold, das sind Märkte, auch der Yen, die in dieser Zeit auf der Long-Seite grundsätzlich attraktiv sind. Wird nicht in jedem Jahr funktionieren, auch da wieder völlig klar. Aber die Frage ist ja nicht, wie erziele ich in dem Einzelfall einen Profit, sondern wie kann ich ein Handelsverhalten kultivieren, das mich dauerhaft gut oder bestmöglich durch sämtliche Marktphasen bringt. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, was wann grundsätzlich Vorteile hat. Bei Gold, mal losgelöst von dieser Tendenz, dass es in Richtung August eher zur Stärke neigt, haben wir eine gegenwärtig sehr attraktive Ausgangssituation. Und zwar sehen wir hier mal keinen Chart, sondern wir sehen hier das, was wirklich relevant ist, nämlich COT-Daten. Und genau genommen sehen wir dort das Percent of Open Interest, und zwar von den Produzenten. Wir sehen hier, das ist die Spalte Produzenten Shorts. Am Markt gibt es ja in jedem Lager, es gibt verschiedenste Marktteilnehmer, es gibt Produzenten, es gibt eher abnehmende Industrie, es gibt Spekulanten, und es gibt institutionelle Spekulanten. Bei den Produzenten ist es so, die treten ja am Terminmarkt als Futures-Verkäufer auf. Weil die produzieren den Rohstoff und um den Rohstoff an den Mann oder an die abnehmende Industrie zu bringen, verkaufen sie Futures. Futures-Kontrakt, wenn ich ihn verkaufe, ist eine Verpflichtung zur Lieferung des Kontraktumfangs zu einem festgelegten, und zwar durch den Verkauf festgezurrten Preis. So, wenn ich wenig produziere, kann ich auch wenig Futures am Markt verkaufen. Dementsprechend ist eine relativ geringe Shortquote bei den Produzenten grundsätzlich bullish zu werden. Wir sehen jetzt hier, die Produzenten-Shorts machen gegenwärtig 14% der gesamten Short-Positionen im Open Interest aus. Das ist vergleichsweise wenig. Hier mal eine Tabelle, mit der ich intern arbeite. Und zwar hier sehen wir Gold. Hier sind die Werte eingetragen, an denen ich mich so grob orientieren kann. Die wandern ein bisschen oder sind ein bisschen gewandert in den letzten Jahren, muss man sagen. Diese Grenzen haben sich so ein bisschen verschoben. Aber hier ist mal festgehalten, in welcher Spanne beim Percent of Open Interest, bei dieser Kennziffer, ab wann ein Markt grundsätzlich oder der spezifische Markt eher bullish ist, ab wann er potenziell bearish ist. Und da sehen wir, um das mal dimensionieren zu können, wenn die Produzenten viel Futures verkaufen, wenn sie das Open Interest, das Short Open Interest dominieren, dann haben sie zwischen 50% und 60% Anteil. Also nehmen wir mal an, das Open Interest besteht aus 1000 Kontrakten insgesamt. Das sind also 1000 Kontrakte offen. Und dann würde das bedeuten, dass wir gegenwärtig, dass gegenwärtig von den Produzenten nur 140 Kontrakte kommen. Und in einer Situation, in der die Produzenten viel Preise festschreiben und viel Futures verkaufen, kämen 500 bis 600 Kontrakte von den Produzenten oder würden 500 bis 600 Kontrakte seitens der Produzenten das Open Interest dominieren. Also daran kann man sehen, wir sind im Moment bei 14%. Das ist in dieser Spanne, in der das auf jeden Fall bullish ist. Das bedeutet nicht, dass der Markt jetzt sofort losrennen wird und wir nur noch steigende Notierungen sehen. Aber das bedeutet, bei Gold ist jetzt die Zeit gekommen, um ja mit einer kleinen Tranche positioniert zu sein und wenn es eine prozyklische Ausbruchssituation gibt, durch einen Anstieg über die 1838, 1840, dann ist hier ein Kaufsignal gegeben.
COT-Daten zeigen, dass wir, die klassischen COT-Daten zeigen, dass die Large Traders, dass die Fonds wieder angefangen haben zu kaufen. Das ist ganz, ganz gut, aber ist jetzt auch noch nicht in dem Umfang, dass man sagen kann, jetzt fliegt da die Kuh. Also das ist noch nicht gegeben, aber der Markt ist auf jeden Fall ein Kandidat, ein ganz heißer Kandidat auf der Long-Seite. Deshalb handle ich einen Turbo Bull auf Gold mit der WKN HR7 CUC. HR7 CUC. Ich steige Market um 8 Uhr ein. Stop-Loss liegt bei 10 Euro und das Ziel liegt bei 40 Euro für diese Position. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut. Ciao.